ich hier zusammen mit Anja Krips. Sie ist die Zirkuschefin und die Sängerin hier bei Cirque Buffon. Und wir freuen uns sehr, mit ihr zu sprechen. Freut mich auch. Wie ist das mit der Show Angel Volume 2? Wie lange habt ihr dafür geprobt? Also wir haben, die ganze Kreation hat ungefähr ein Jahr gedauert. Dann haben wir die reine Probenzeit mit dem ganzen Ensemble, hat insgesamt 2 Wochen gedauert. Wie geht man da voran bei solchen Proben? Also einmal hat man den inspirativen Prozess, der einfach ein einsamer Prozess ist. Das macht der Regisseur, der Frédéric Siperlin, auch der Zirkuschef hier. Und das ist ein Prozess, der dauert einfach und da kann ihm auch keiner bei helfen. Das ist seine Idee und dann muss er die Elemente finden und zusammenfügen. Und dann macht er Casting, er sucht die Künstler aus. Und das dauert und dauert und dauert. Die reine Probenphase, wo die Leute dann zusammenstehen und zusammen trainieren, das waren die 2 Wochen. Der Rest ist natürlich viel Vorlauf und klar. Ja, ich stehe jetzt hier zusammen mit dem Zirkusdirektor Frédéric Siperlin, bekannt unter dem Künstlernamen Bol. Ja, es freut uns auf jeden Fall sehr, dass wir heute hier sind. Es findet hier heute ein Workshop statt. Und wie ist diese Zusammenarbeit mit den Kindern entstanden? Ja, wir machen das in jedem Gastspiel. Wir suchen eine Zirkusschule oder eine Gruppe mit jungen Kindern. Und es ist immer die Idee, so ein bisschen die Kinder so einen Ort zu zeigen, wo die kann ein bisschen trainieren und die. Normalerweise, die haben eine Zirkusschule, aber bei uns unter dem Zelt und miteinander Atmosphäre. So, und heute, wir haben ich selbst und 2 andere Künstler, der Konstantin, der Igor. Und dann, wir machen ein bisschen Clown, ein bisschen Akrobatik und ein bisschen Jonglage. Im Mittelpunkt steht dann vom Prinzip genau das, also jonglieren und den Kindern etwas beibringen. Was genau ist heute wichtig hier? Ja, heute ist wichtig, so diese Flair zu geben, ne? So diese Wunsch. Weil ich habe selbst angefangen, wo diese Alte, mein Wunsch war mit 8, war auch so Zirkus zu machen, vom langen Zeit her. Und das ist der Punkt, so dass die Kinder so vielleicht eine Chance geben, oder der Wunsch, so der Flair, der Wunsch zu geben, vielleicht in Zukunft den gleichen Beruf wie uns zu machen. Was ist denn besonders schwierig erlernbar für die Kinder? Das ist sehr, wenn man kann sagen Beruf, okay, ist nicht wie ein Beruf, ist sehr schwer. Das ist eine sehr lange Zeit in Zirkusschule, weil zum Beispiel in Frankreich, in Deutschland gibt es nicht so viel. In Frankreich gibt es so viel auf professionelle Zirkusschule und das ist so ein zwischen 3 und 5 Jahren Apprentissage und jeden Tag 8 Stunden, 10 Stunden im Tag. So erstmal die Basic zu lernen, wie gesagt immer die Ballett, Akrobatik und dann danach seine Spezialität zu finden. Aber es ist ein sehr schön, auf der Bühne ist immer so einfach aus, aber steckt viel Arbeit hinten. Was gibt es denn besonders für Fragen, was die Kinder so stellen? Was ist für die Kinder so faszinierend am Zirkus? Was kommen die zum Beispiel und fragen genau was? Was wollen die meistens wissen? Meistens die Frage, wenn Tier sind da. So, das ist immer die Frage, aber bei uns ist kein Tier. So, wir sind kein traditionelles Zirkus mit Tier. Und das ist immer die meiste Frage. Die sind Löwe oder Elefant, bei uns ist nicht. Aber die sind neugierig, weil die zum Beispiel ein paar Kinder, die waren vor 2 Jahren bei uns, und die sehen, das schon ist was anderes als das normale Zirkus. Und die fragen, warum? Warum ist so kein Tier oder warum ist kein Clown mit roter Nase? Die fragen die ganze Frage. So, die sind neugierig, weil in diese Art of Zirkus, was wir machen, ist in Deutschland unbekannt. So, vor dem ist auch neu. Und das sind so die oftige Fragen. Und was möchten die Kinder besonders gerne lernen? Gibt es da was Spezielles? Nee, ich denke ja, die sind immer ein bisschen vom Akrobatik, so Luftnummer, die Mädels, die finden das immer Luftnummer schön, Jonglage, nicht so viel Geduld für. Aber was wir machen jetzt, so wir probieren ein bisschen vom alles. So. Und der Cirque Buffon ist ja jetzt mit Angel 2 unterwegs. Was hat sich verändert am Cirque Buffon? Wo geht das hin? Ihr meint die Show oder das Programm oder im General? Im Gesamten, in den letzten Jahren. Ja, im letzten Jahr. So, wir haben angefangen vor 4 Jahren in Köln, das war unser erstes Programm. Und wir waren vor 2 Jahren hier auch im Schokolademuseum und jetzt in Köln. Und was ist schön jetzt, wir haben richtig so ein Standpublikum in Köln. So, wir haben unser
10.000 Leute, die kommen uns zu besuchen und so, wir merken das, wir haben so, die sind so, wie sagt man in Deutsch, die sind so treu. So, die kommen, die haben die letzte Show gesehen und diese Show ist ein neues Programm, eine Verlängerung von der ersten Show. Eine Fortführung oder eine Fortsetzung? Fortsetzung, genau. Eine Fortsetzung mit neuem Programm, immer mit dieser Idee zu fliegen. Und die Leute, so, die kommen und was ist neu auch, wir haben dieses Jahr, wir spielen in 360 Grad, so das, was ist neu in der Szenografie. Weil vor zwei Jahren haben wir mit Theater gespielt und dieses Mal, und das macht die Show richtig so was Besonderes. Und dementsprechend sehr spannend, sicherlich. Ja, wir wünschen dem Cirque Buffon noch viel Erfolg. Ja, alles Dank. Gute weiterhin Dankeschön. Und okay. Danke, dass wir okay. mit euch sprechen dürfen. Tschüss. Okay.